Schauen Sie mal. Das sieht aus wie ein Abschiedsbrief. Liebe Monika, in London hat es sich erwiesen. Der hier lag im Papierkorb. Liebe Monika, ich muss es. Nach dem Muss hat er sich vertippt und es dann ausgeixt. Meine liebe Monika. Irgendwer muss ihn beim Scheiben gestört haben. Herr Köstler, ich bin fertig. Ja, ist alles klar, Herr Doktor. Ja, Todesursache ist eindeutig der Schuss in die Schläfe. Und die Zeit? Zwischen 23 und 24 Uhr. Kann die Leiche weg? Herr Löwinger, haben Sie noch was? Danke, ich habe alles. Dann kann sie weg. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist kein Fall für die Mordkommission. Scheint so. Na, wenn es nur so scheint. Gerd? Ja? Kümmere dich doch mal um Fräulein Holstein, ja? Und sag ihr das mit dem Brief. Ja, mache ich. Also, was stört Sie denn, Herr Löwinger? Die Lage der leeren Patronenhülse. Ja, und? Der Schuss wurde von der linken Seite abgegeben. Beim Linkshänder? Ja, zweifellos. Aber? Die Drehung der Waffe. Er hätte die Waffe so gehalten. Ja, und? Sie muss aber so gehalten worden sein. Ein Beweis ist das natürlich nicht. Aber es macht mich nachdenklich. Wir werden Ihnen den Brief natürlich zuschicken. Aber bis zum Abschluss der Aufnahme muss er leider noch bei der Spurensicherung bleiben. Sagen Sie, von Holstein, Ihr Verlobter war Linkshänder? Ja. Wann war der zum letzten Mal in London? Montag vergangene Woche, aber nur für ein paar Tage. Wissen Sie, warum? Ja, es war ein geschäftliches Treffen zwischen Computerexperten aus Japan und den USA. Wissen Sie zufällig, ob er da einen Arzt aufgesucht hat? Nein. Jedenfalls hat er mir nichts davon gesagt. Von Holstein, fahren Sie in diesem Zustand nicht mit dem Auto. Außerdem können wir bei der Gelegenheit vielleicht ein paar Worte mit Ihrem Herrn Vater sprechen. Ausgeschlossen. Das ist unmöglich. Mein Vater hat gerade einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Er darf sich auf keinen Fall aufregen. Er hat doch Norbert so gern gehabt. Ich weiß ja gar nicht, wie man ihm das beibringen soll. Wir werden natürlich zuerst seinen Arzt fragen. Ich glaube, das ist im Moment die beste Lösung. Er hatte eben einen Schwächeanfall, deshalb wiederhole ich unsere Abmachung. Selbstverständlich, Schwester. Schmeißen uns ruhig raus, wenn es zu viel wird, ja? Bitte. Dankeschön. Ersetzen kann den niemand, Herr Köster. Ich habe meinen Schwiegersohn verloren und meinen Nachfolger. Er war die Seele der Firma. Aber das waren doch Sie, Herr Holstein. Gegen den bin ich nur ein simpler Elektromeister. Seit Norbert in die Firma kam, ging es steil aufwärts. Er kam direkt von der Hochschule. Ein Computergenie. Wissen Sie, ob er Feinde hatte? Hören Sie, Herr Köster. Ein Mann, der sich selbst umbringt, braucht dazu keine Feinde. Er selber ist sein ärgster Feind. So etwas wie Werkspionage, ja, das gab's mal bei uns in der Firma. Aber die Sache lief aus wie das Hornberger Schießen. Sag mal, Monika, weiß Velvet denn schon von Norbert? Ist unser kaufmännischer Direktor und Justiziar. Er hat Norbert damals in die Firma gebracht. Mit den beiden mit. Meine Herren, bitte gehen Sie jetzt raus. Ja, ich trage hier die Verantwortung. Entschuldigen Sie. Es ist schon genug Unglück geschehen. Und Sie sollten auch vernünftiger sein, Monika. Ihr Vater wirkt so robust, so gesund und auf einmal bekommt er diese Anfälle, nicht? Er tut nur so robust, weil er sich wahrhaben will. Sagen Sie, über die Londonreise von Herrn Kress, da wissen Sie keine Einzelheiten? Bedauere, nein. Am besten, Sie sprechen mit Dr. Velbert darüber. Wo finde ich den denn? Er ist sicher noch im Club. Ja, beim Tennis. Ja. Deiner hat eine Zeugin aufgetan. Da gibt's Widersprüche wegen des Fernsehprogramms. Ein Moment, Kurt. Von Holstein, ich bin kein Tennisexperte, aber ein gemischtes Doppel, das sind doch vier, nicht? Zwei Damen, zwei Herren. Ja. Und wer ist denn die Partnerin von Dr. Velvet? Normalerweise Renate, seine Frau. Was meinen Sie mit normalerweise? Ja, wissen Sie, Renate ist verreist. Sie kommt erst morgen zurück. Ah ja, Dankeschön, von Holstein.
Herr Dr. Welbert? Ja? Mein Name ist Heimann, Kriminalpolizei. Um Gottes Willen, ist was passiert? Sie waren doch hier mit Herrn Norbert Kress und seiner Verlobten verabredet. Ja, ja, zu einem gemischten Doppel. Hat Norbert einen Vertreter geschickt? Nein, der Herr ist von der Kriminalpolizei. Heimann, ja. Ja, es tut mir leid, aber Herr Norbert Kress hat sich heute Nacht in seiner Wohnung erschossen. Fräulein Holstein hat ihn heute Morgen tot aufgefunden. Mein Chef möchte gerne einen Augenblick sprechen. Fräulein Stettenstein. Also doch. Warum sagen Sie also doch? Sind Sie nicht überrascht von seinem Tod? Ja und nein. Wir kennen uns lange. Ich habe ihn in die Firma geholt, direkt aus dem Hörsaal. Er war ein Computergenie, arbeitete wie besessen. War gar nicht so einfach, dem alten Holstein klarzumachen, wen er da hatte. Aber dann begriff er, gab grünes Licht. Ich bin kein schlechter Kaufmann und in 10, 12 Jahren haben wir die Firma zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Er war unschlagbar in seinem Fach und nun... Das alles war Ihr Ja zu meiner Frage. Aber Sie sagten Ja und Nein. Norbert war ein Hypochonder. Bei allem und jedem Wehwehchen, das er hatte, vermutete er Krebs. Er hatte eine übertriebene Angst vor Krankheit und Tod. Nicht vor dem Tod, vor der Krankheit, vor dem langsamen Sterben. Er war vorige Woche in London. Ja, geschäftlich. Er hat zwar eine Andeutung gemacht, bevor er wegflog, dass er eventuell einen Arzt konsultieren würde, aber immer wenn Norbert anfing, von Ärzten oder Krankheiten zu reden, hörte man so gut wie möglich weg. Er schilderte alles so anschaulich, dass man selbst unheilbar krank zu sein glaubt. Wie war er denn, als er von London zurückkam? Trotz seines großen Erfolges bei den Kollegen schien er merkwürdig gedrückt. Auch nicht so, dass man annehmen konnte, er wird sich erschießen. Sieht nicht aus wie ein Fall für die Mordkommission. Nee, sieht nicht so aus. Ja, dann schließen wir doch ab und übergeben das Ganze den Kollegen von der Selbsttötung. Ja, ja, ich will nur noch die Zeugin befragen. Ach so, wegen Martins Anruf. Da war irgendwas mit dem Fernsehprogramm zur Tatzeit. Naja, wegen dem Programm würde sich ja nicht erschossen haben, sonst würde sich ja dauernd völlig erschießen. Vor 11, also 23 Uhr, ungefähr genau kann ich das natürlich nicht sagen, ich meine auf die Minute, da lief in der Wohnung von Herrn Kress einwandfrei ein Western. Woraus schlossen Sie das? Aber das hört man doch. An der Art der Musik und dann die vielen Schüsse. Und da haben Sie sich beschwert? Aber nein, ich habe mich geärgert, weil ich den Western nirgends finden konnte. Ich habe auf allen Kanälen gesucht. Na, das hört man doch, wenn man das gleiche Programm hat, nicht? Weil man dann eben nichts mehr hört. Baronin, sind Sie sicher, dass Sie alle Kanäle abgesucht haben? Aber ja doch. Ich suche immer alles nach Western ab. Und gestern Abend lief nirgends einer. Hat der Herr Kress sich öfter Western angesehen? Ja, ab und zu. Aber genau genommen, Herr Köster, kann ich natürlich nur vom Hören sprechen. Sie wollen doch sicher alles ganz genau, nicht? Das wäre schön, ja. Wie lange, glauben Sie, haben Sie gesucht? Na, immer wieder. Und dann habe ich mir plötzlich gedacht, ob das vielleicht im Radio ist. Baronin, wenn wir Ihnen den Western vorspielen würden, ein Stück davon, ja, durch die Wand, meinen Sie, Sie würden das wiedererkennen? Oh, ich glaube schon. Wenn es die richtigen Stellen sind. Ja, aber wo haben Sie denn den Western von gestern Abend her? Ja, wir können das. Martin, geh mal rüber, mach das mal, ja. Ach, da bin ich jetzt aber neugierig. Ja, da bin ich ganz sicher. Das muss ziemlich am Anfang sein, denn später wurde ja viel mehr geschossen. Das ist die Stelle, wo die reiten. Woher wissen Sie das? Ich meine, Sie haben doch kein Bild gesehen. Junger Mann, bei der Musik reiten die immer. Ja, das ist der Western, das ist er. Baronin, als die wilde Schießerei war. Da habe ich zum letzten Mal alle Sender abgesucht. Ja, was haben Sie denn gerade auf Ihrem Fernsehapparat gesehen? Ich habe gesehen, wie Cary Grant Grace Kelly küsste. Quatsch! Genau da war's! Jeder macht doch die Schießerei aus, das kann ja kein Mensch überleben. Tut auch kaum einer. Ich danke Ihnen, Baronin. Das wäre schön, wenn alle Zeugen so präzise Aussagen machen würden. Wenden Sie sich doch einfach an mich, wenn Sie wieder einmal eine Zeugin brauchen. Also wir müssen dranbleiben an der Sache. Und am Montag müssen wir genau wissen, um wie viel Uhr der Film mit dem Gary Grant lief. Herr Löwinger, haben Sie eigentlich Fingerabdrücke auf der Schreibmaschine? Natürlich. Dann schauen Sie doch bitte mal die Abdrücke auf den Tasten, der für den letzten Brief in Frage kommenden Buchstaben waren. Also ich meine das L-I-E-B-E-M-O und so weiter und so weiter. Ja, gut. Aber auswerten können wir es jetzt im Labor. Ja, das hat Zeit bis Montag. Und da habe ich noch eine Bitte. Darf ich die Kassette mitnehmen? Bringen Sie am Montag wieder zurück. Können Sie, wir haben alles. Gut. Dann können Sie ja gleich die Baronin zu sich einladen.
Zu zweit ist es doch gemütlicher. Ja, du hast immer die schönsten Ideen. Mein Liebling, grüß dich. Sag mal, ihr wolltet mich doch vom Flughafen abholen. Wo steckt denn dein Vater? Papst, der ist in der Arbeit. Heute am Sonntag? Hat er dich nicht mehr erreicht in Mabea? Nein, warum? Wegen Onkel Norbert. Der ist tot. Hallo, Rena. Hallo. Blendend schaust du aus. Na? Wie war's? Hat wieder gut getan, die 3 Wochen. Entschuldige, aber ich konnte dich beim besten Willen nicht abholen. Hat Sabine dir erzählt von Norbert? Ja, entsetzlich. Ich habe versucht, dich im Hotel zu erreichen. Die arme Monika. Wie trägt sie es denn? Oh, eigentlich mit Fassung. Sorgen macht mir nur ihr alter Herr. Für ihn ist ein schlimmer Schlag. Schwiegersohn und Nachfolger. Gott sei Dank hat er ja dich. Um 23.41 Uhr hat der Grant die Kelly geküsst im zweiten deutschen Fernsehen. Der Sendeleiter hat zuerst geglaubt, ich spinne, bevor er begriffen hat, was ich da eigentlich wollte. 23.41 Uhr. Die FD-Baronin Schwind sieht das, hört aber gleichzeitig die große Schießerei, die nebenan bei Herrn Kress in dem Western läuft. Laut ärztlichem Befund ist genau um diese Zeit der Tod bei Herrn Kress durch eine Kugel in die Schläfe eingetreten. Also das verstehe ich nicht. Dass jemand, der sich erschießen will, erst eine bestimmte Stelle in einem Film abwartet, damit man seinen Schuss nicht hört. 61 Minuten hätte er warten müssen, denn da genau beginnt die große Schießerei in dem Ding. Dem Western. Vicky, ich kann dir das jetzt nicht erklären. Klaus und Sabine kommen gleich zurück, die drehen nur eine Runde. Du, falls mal die Rede darauf kommt, ich war gestern bei dir, ja? Nein, keine Love Affair, alles ganz bieder. Ich bin doch sowieso über Frankfurt geflogen und da habe ich bei dir übernachtet, ja? Du, ich muss Schluss machen. Ja, ja, erzähle ich dir alles in Ruhe. Alles ganz harmlos, leider. Tschüss, ja? Die Schreibmaschine ist mit Fingerspuren geradezu übersät. Auf der Tastatur rechter Zeigefinger und Mittelfinger der linken Hand. Von Norbert Kress. Aha, 2-Finger-Suchsystem. Genau. Und keine fremden Abdrücke? Keine. Auch an anderen Stellen nicht? Nicht die geringste Spur. Aber bei allen Buchstaben, die in den 3 Briefanfängen verwendet wurden, also großes L, kleines I, E, B, großes M und so weiter, sind die sonst sehr ausgeprägten Fingerabdrücke verwischt. Je häufiger ein Buchstabe gebraucht wurde, desto verwischter ist der Abdruck auf der Tastatur. Ja, so muss man annehmen, mit anderen Worten, der Schreiber des Briefes hat Handschuhe getragen. Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Also ist auch anzunehmen, dass Herr Kress nicht der Schreiber war. Mit an Sicherheit... Da der geschriebene Text aber doch den Eindruck der Selbsttötung verstärken sollte oder beweisen sollte, wer will den gewöhnlichen Mord vertuschen? Oder die Mörderin, nicht? Sie sehen, Kress war ordentlich. Er besaß 47 Kassetten, alle beschriftet und nummeriert, alle selbst aufgezeichnet. Für jede Kassette hat er eine Karteikarte angelegt, mit Nummer, Titel, Laufzeit... Besondere Bemerkungen. Was steht denn in der Kartei über die Kassette, die er laufen ließ? Nichts, die hat keine Nummer. In der Kartei ist auch keine Karte angelegt. Aha, sieh mal an, die sieht doch ganz anders aus. Die muss er irgendwo anders geliehen oder gekauft haben. Wer? Der Mörder. Also wenn es ein Mord war, dann brauchte der Täter eine Geräuschkulisse. Er musste dafür sorgen, dass der Schuss nicht auffällt. Und das ist ihm auch gelungen. Dann hat er vergessen, die Kassette wieder mitzunehmen. Du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Mörder die Kassette mit Absicht dagelassen hat. Wo soll denn der Western hergekommen sein, der während seines Schusses lief? Ich meine, dass wir das Fernsehprogramm durchchecken, das kann er sich ja denken. Na gut, hast du recht, aber dann verrate mir doch mal, warum er nicht eine von den vorhandenen Kassetten genommen hat. Der Täter muss sein Opfer dazu gebracht haben, sich diese neue Kassette anzusehen. Es war freiwillig. Und das lässt auf Folgendes schließen. Norbert Kress wurde von einer ihm sehr gut bekannten Person erschossen. Oder die ihm sehr gut bekannte Person hat den Täter heimlich in die Wohnung gelassen. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie auch noch bis in Ihren Tennisclub verfolge. Darf ich vorstellen, das ist Frau Welbert. Ihren Mann haben Sie ja schon kennengelernt. Sehr angenehm. Guten Tag. Frau Welbert, darf ich die Gelegenheit benutzen, mich auch mit Ihnen mal über diese traurige Geschichte zu unterhalten? Gern, aber ich war zu dem Zeitpunkt, ich meine, als das passierte, gar nicht hier. Sie waren in Marbella. Waren Sie mit Herrn Kress auch außerhalb des Clubs befreundet? Es war eine enge Freundschaft. Besonders durch den Beruf der beiden Männer. Sie haben also nicht nur Tennis gespielt? Nein,
Früher sind wir auch gemeinsam verreist. Die letzte Reise, das war nach Griechenland, ja, vor 2 Jahren. Gab es einen Anlass, dass Sie nicht mehr zusammen verreisten? Nein, eigentlich nicht. Frau Welbert, wissen Sie, ob der Herr Gress ein Faible hatte für Filme ganz bestimmter Art? Ja, er liebte Western. Ich muss los. Es tut mir leid, Herr Köster, aber ich kann Ihnen wirklich nicht mehr sagen. Dankeschön, Frau Welbert. Ciao, wir telefonieren. Alexander, wir waren uns doch darüber im Klaren, dass es aus sein muss. Babea ist nicht München. Hier geht es einfach nicht. Ich kann dich hier nicht treffen. Das fällt mir auch nicht leicht. Ja, ich weiß, du hast hier deinen Mann und deine Tochter. Oh, du darfst es nicht missverstehen. Ich bin hier meine alte Ehefrau. Ist dein Mann sehr eifersüchtig? Das hat nichts damit zu tun. Wenn ich dich bitte, vernünftig zu sein, dann fällt mir das furchtbar schwer. Und jetzt erwartest du, dass ich dir dabei helfe. Ja, aber das fällt mir verdammt schwer. Willst du mir helfen? Ich brauche Geld. Nicht viel, aber schnell. Geld? Ja. Ist dir mit 400-500 Mark geholfen? Leider nein. Du, mehr kann ich dir unmöglich leihen. An Leihen habe ich überhaupt nicht gedacht. Dann bleibt eben nur noch die Erinnerung. Ja, Holstein, die Obduktion und die nachfolgenden Untersuchungen haben ergeben, dass Herr Kress keinen Krebs hatte. Er war besessen davon. Naja, aber er konsultierte doch dauernd Ärzte. Was sagt er denn zu deren negativen Befunden? Noch negativ. Sie sehen, Herr Köster, manchmal sind die Tatsachen nicht so entscheidend wie die Idee oder die Einbildung. Das ist richtig, Herr Holstein, aber in diesem Fall bin ich nicht Ihrer Meinung. Er hat sich doch getötet. Nein, er wurde getötet. Er wurde erschossen von jemand, der seine Hypochondrie und seine Vorliebe für Wildwestfilme sehr geschickt zu einem Mord benutzte. Der alte Holstein kann es gar nicht gewesen sein. Warum auch? Der hatte ja kein Motiv. Hört mal zu, ich war doch bei dem alten Holstein. Da bekam der plötzlich einen Schreck in unserem Gespräch. Ich weiß nicht, als ob er einen Zusammenhang ahnte. Was kann es denn gewesen sein? Seine Tochter. Die plötzliche Erkenntnis, dass seine Tochter mit dem Mord zu tun haben könnte. Wobei ich persönlich nicht glaube, dass sie geschossen hat. Wer deiner Meinung nach kommt von dem gemischten Doppel am wenigsten in Frage als Täter? Renate Welbert? Warum? Weil sie zur fraglichen Zeit in Marbella war. Hat das jemand überprüft? Nein, bis jetzt noch nicht. Na, dann wollen wir das mal machen, ja. Wir wissen, dass Sie schon am Freitag von Marbella weggeflogen sind, ja? Sie haben umgebucht, aber Sie haben das niemand wissen lassen. Selbst wenn es so wäre. Sie sind aber trotzdem erst am Sonntag in München gelandet. Sie kamen mit der Frankfurter Maschine, die aus Marbella landete 10 Minuten später. Sie sind aus Marbella kommend am Freitag um 13.15 Uhr in Frankfurt gelandet. Gleich nach der Ankunft haben Sie einen Flug nach München gebucht für Sonntag. Abflug 9.10 Uhr, Ankunft 10 Uhr. Was haben Sie von Freitagmittag bis Sonntag früh gemacht? Ich war bei einer Freundin. Können wir Namen und Adresse der Dame haben? Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Frau Welbert, Sie haben bei unserem ersten Gespräch gesagt, Sie wären 3 Wochen weg gewesen und Sie wären erst einen Tag nach dem Tod von Norbert Kress hier in München angekommen. Wir haben festgestellt, dass das nicht stimmt. Sie hätten in Frankfurt gleich einen Zug nach München nehmen können. Dann wären Sie noch am Freitagabend hier gewesen, hätten die Nacht hier verbringen können, wären am Samstag wieder zurückgefahren, um dann am Sonntag ganz planmäßig hier zu landen. Sie glauben also, ich hätte Norbert umgebracht? Warum? Das wäre das Dümmste gewesen, was ich hätte tun können. Er wollte mich unbedingt heiraten. Nach seiner Scheidung. Daraus wurde nichts. Renate blieb bei ihm, nein. Obwohl die Ehe längst keine mehr war. Hat sie gewusst, warum er die Scheidung wollte? Geahnt sicher. Dann kam Norbert. Ich war da mit ihm näher befreundet. Und wir verstanden uns gut. Untereinander. Und dann wurde das gemischte Doppel daraus. Ja. Seit heute Morgen weiß ich, dass deine Kuren in Marbella
mehr dem Ehebruch dienen als der Gesundheit. Die Fotos kennst du ja. Respekt. So kenne ich dich gar nicht. Aber das ist nicht das Schlimmste. Was ich dir übel nehme, was ich dir nie verzeihen werde, ein Erbstück von meiner Großmutter. Meine Mutter schenkt es meiner Braut zur Hochzeit. Und die schämt sich nicht, 12 Jahre später es einem hergelaufenen Strolch, mit dem sie Ehebruch getrieben hat. Ich bin mit einer Scheidung zu deinen Bedingungen einverstanden. Ich habe nur eine Bitte. Sabine. Natürlich bleibt das Kind bei seiner Mutter. Ich bin ja kein Unmensch. Danke, Klaus. Noch eine letzte Frage, wenn du mir die auch beantworten könntest. Ich wüsste gern, seit wann du diesen Menschen kennst. Du meinst Hubal seit heute. Er hat mich angerufen im Büro, um mir ein Geschäft vorzuschlagen. Erst hat er dich erpresst und abkassiert. Dann dasselbe nochmal mit mir. Ja, bitte. Aber wenn Sie mich so fragen, Herr Köster, nein, morgen würde es mir besser passen. Duldet keinen Aufschub. Tja, dann. Gut, 14 Uhr in Ihrem Büro. Brenner hat die Verkäuferin aus der Videothek mitgebracht, die Kassette verkauft hat. Na, das ist doch wunderbar. Ja, Heimann? Die Autonummer MAV7234, die habe ich von einer Frau Welbert. Ja, also der Name des Halters ist Hubal Alexander Friedrich München Pasing, Huberstraße 173, Fotolaborant. Ja, danke, das genügt fürs Erste. Danke. Ja, Sie haben mich richtig verstanden, Herr Dr. Welbert. Ich verdächtige Sie des Mordes an Herrn Norbert Kress. Wenn das ein Witz sein soll, Herr Köster. Nein, solche Witze mache ich nicht. Meine Motive, Ihre Beweise. Norbert Kress wurde in der Nacht vom Freitag auf Samstag durch einen Schuss in die linke Schläfe getötet. Als verdeckende Geräuschkulisse diente ein Wild-West-Film, dessen lauteste Szene, eine Schießerei, um 23.41 Uhr einen Höhepunkt erreichte. Und da fiel der Schuss. Und das ist der Film. Norbert Kress sah sich gern Wester dann. Ja, das war die Voraussetzung für diesen Mord. Gerd, hol's mal bitte. Fräulein Schröter, bitte. Ja, das ist der Herr. Was soll das? Fräulein, haben Sie diese Kassette am Donnerstagnachmittag an diesen Herrn verkauft? Ja. Da muss ich Sie leider enttäuschen, Herr Köster. Mich hat der Wilde Westen noch nie interessiert. Ja, das ist er. Jetzt erkenne ich auch seine Stimme. Ich werde Verleumdungsklage erheben. Danke, Fräulein, das genügt. Aussage gegen Aussage. Aber warum hätte ich das denn machen sollen? Sie muten mir alle an zu. Herr Kress wollte in 4 Wochen heiraten. Und? Fräulein Holstein, Sie hatten eine Beziehung zu ihr. Sie wollten sie auch heiraten. Erstens geht Sie das nichts an und zweitens ist das Jahre her. So. Warum wollen Sie denn jetzt unbedingt so schnell eine Scheidung von Ihrer Frau erzwingen? Erzwingen? Er wollte das schon einmal. Vor 10 Jahren. Aber damals wollten Sie nicht. Ja. Aber jetzt sind Sie mit der Scheidung einverstanden. Ja. Warum? Dafür gibt es handfeste Gründe, Herr Köster, die Sie absolut nichts angehen. Gründe, die mich gerade zu zwingen, mich scheiden zu lassen. Meinen Sie die Sache mit Herrn Hubal? Hol mal bitte Herrn Hubal rein, Gerd. Sie bringen ja offensichtlich 2 ganz verschiedene Dinge durcheinander, Herr Köster. Nein, Herr Dr. Welbert, ich glaube, ich bringe sie zusammen. Herr Hubal, wann haben Sie Herrn Dr. Welbert kennengelernt? Vor ungefähr 8 Wochen. Also bevor Sie Frau Welbert kennengelernt haben? Ja, anders wäre es ja gar nicht möglich gewesen. Das ist nicht wahr. Sag, dass das nicht wahr ist. Es ist wahr. Herr Hubal, Herr Dr. Welbert hat Ihnen da eine Sache vorgeschlagen. Ein Geschäft. Gegen eine bestimmte Summe. Ja, er sagte, wenn ich ihm spektakuläre Beweise eines Ehebruchs mit seiner Frau bringe, dann honoriert er das. Außer den Spesen, die ich hatte. Ich musste ja nach Marbella. Spät. Tut mir leid. Alles glatt gelaufen in Marbella? Bestens. Wo ist das Zeug? Und die Negative? Hat Ihre Frau wahrscheinlich, vermutlich schon verbrannt.
Kompliment. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soll das ein Witz sein? Wieso? Ich bekomme von Ihnen 20 Riesen, das sind nur 9, also fehlen 11. Wirklich? Exakt. Meine Frau hat im Laufe der Jahre 15 Krügerrand auf die Seite gebracht und im Keller versteckt, vor mir. Ich nehme an, für Notzeiten. Seit heute Morgen fehlen 11 Münzen. Was hat das mit mir zu tun? Sie hat sie Ihnen gegeben. Wie können Sie das behaupten? 11. Wollen wir wetten? Die gehören mir, geben Sie her. Da. Sie haben recht, sie gehören Ihnen. 11 Krügerrand. Das sind fast 12.000 Mark. Plus 9 macht 21. Sie sind also mehr als gut bedient, Herr Huber. Ja, so nicht. Nicht mit mir. Diese Münzen gehören nicht Ihnen. Mit unserer Abmachung haben die Dinger absolut nichts zu tun. Ihre Frau hat mir aus freien Stücken nur... Sogar noch vor dem Collier hat sie... Ihre Habgier trübt offenbar Ihren Verstand. Ich hätte mir denken können, dass nur ein mieses Schwein solche Aufträge vergibt. Ich war da im Vorteil. Ich habe mir gleich gedacht, dass nur ein mieses Schwein sich für sowas hergibt. Da sind Sie verrückt. Wie können Sie es wagen, einen derartigen Schwachsinn zu behaupten? Vorher wusste ich nicht, dass das Ganze mit Mord zu tun hat. Ich spiele nicht mehr mit. Jedenfalls haben Sie aber für Herrn Dr. Welbert diese Fotos gemacht. Hier. Ja, und mit diesen Fotos sollte ich Frau Welbert dann in München erpressen und wenn möglich das Collier in Zahlung nehmen. Und Herr Dr. Welbert wollte dann so tun, als ob ich die Fotos ihm nochmal verkauft hätte. Denn er musste ja so tun, als ob er es herausbekommen hätte. Hat er Ihnen gesagt, warum das Ganze sein soll? Nein. Frau Welbert! Danke, Herr Huber. Bitte halten Sie sich noch zu unserer Verfügung. Na, Herr Dr. Welbert, haben Sie gegen meine Behauptung, Sie wollten die Scheidung von Ihrer Frau erzwingen, noch etwas einzuwenden? Aber die Scheidung allein hätte Ihnen ja nichts mehr genutzt. Die bevorstehende Hochzeit von Holstein hätte ja Herrn Kress zum Inhaber der Firma gemacht. Und das ließ Ihr Ehrgeiz nicht zu. Wusste von Holstein von dem, was Sie vorhatten? Nein. Gerd, holen Sie bitte mal rein. Es kann doch alles nicht sein. Ach, von Holstein, was glauben Sie, was auf dieser Welt alles möglich ist und was ich alles mit ansehen muss? Was alles der Karriere geopfert wird. Darf ich nach Hause? Ja, bitte. Bringen Sie es Ihrem Vater schon bei. Aber ich glaube, der ahnt das schon. Fräulein Holstein hat gebeten, Sie nicht mehr sehen zu müssen. Ich habe dieser Bitte entsprochen. Herr Dr. Welbert, Sie sind vorläufig festgenommen. Bitte nehmen Sie Platz.